Hi Leute, hier ist wieder euer Matrix und diesmal mit einem Battlefield 4 Easter Egg und zwar das Tyrannosaurus Rex Easter Egg auf fehlerhafte Übertragung. Das Easter Egg ist schon nicht mehr ganz das Neueste, manche kennen es schon, aber ich glaube, es gibt noch viele, die es nicht kennen und für die werde ich es hier mal zeigen. Es ist auf jeden Fall cool. Jetzt fangen wir auch gleich an. So, das Wichtigste ist, ihr braucht zwei Spieler. Der erste Spieler fährt mit dem Panzer auf fehlerhafte Übertragung dann hier zu diesem Bagger oder Schaufelbagger, wie auch immer. Dann springt er hier drauf und dann, dass er auf den Bagger drauf kommt, den Panzer oder den Jeep, ist vollkommen egal. Hauptsache, ihr kommt auf den Bagger drauf. Und auf dem Bagger ist ein Knopf, der wo zu dem Easter Egg sozusagen dazugehört. Hier ist er, hier kann man ihn gut sehen. Und die erste Person legt sich dann hier hin. So. Und hier könnte man dann drücken. Aber man darf halt alleine noch nicht drücken. Ihr braucht zwei Personen. Und diese Knöpfe muss man gleichzeitig drücken. Jetzt zeige ich euch noch von Jurassic Park sozusagen. Diese Ziege kennt ihr ja vom ersten Teil. Durch das ist man sozusagen erst auf das Tyrannosaurus Rex Easter Egg gekommen, dass hier irgendwas sein muss. Natürlich habe ich das nicht selber gefunden. Ich habe es, viele haben im Netz danach gesucht und alles. Und ich habe es im Netz gesehen und wollte es euch zeigen. Ich habe viele Videos auf Englisch gesehen. Dachte mal, ich mache mal noch ein gutes auf Deutsch. So. Hier rechts, wo ich gleich hinfliegen werde. Ich schwenke gleich rüber. Genau. Hier werden dann die Bäume rascheln, hier oben. Und ich glaube nicht, dass man was sehen kann, aber hier rascheln auf jeden Fall die Bäume, wenn der Tyrannosaurus Rex da durchläuft und schreit. Also am besten, ihr stellt euch dann, wenn es zwei die Knöpfe drücken, irgendwo in diese Richtung dann hin. Und dann könnt ihr das auch gut sehen und auch das Geräusch gut hören. Ich habe natürlich das Geräusch, was hier dann kommen wird, noch ein bisschen verstärkt, dass ihr es noch besser hören könnt. So, jetzt zeige ich euch gleich den zweiten Knopf und wie man da hinkommt. So, der zweite Knopf ist hier, seht ihr das? Ihr müsst dann oben drauf auf die Schüssel und jetzt sind wir gleich hier drunten und es geht auch schon los. Mein Kumpel ist drüben beim Bagger. Wir drücken jetzt gleich den Knopf und dann wird das Easter Egg gestartet. Wir sind jetzt natürlich nur zu zweit, die Runde hat noch nicht begonnen. Und, ich habe gedrückt. Gut. Jetzt laufen wir hinter zu den Bäumen. Jetzt müssen wir auch gleich dieses Dinosaurier knurren, hören, schreien, brüllen. Ja, brüllen. Ah, die Bäume hört man schon. Gut, das war es dann eigentlich auch schon. Aber ich finde es halt ziemlich cool und wenn ihr dann online das macht, dann bekommt ihr auch noch was dafür. Im Spiel eine Auszeichnung, glaube ich. Und ich bedanke mich für alle, die wo zugeschaut haben. Daumen nach oben, abonnieren, euer Matrix. Ciao, Leute.